So, haben wir hier, glaube ich, soweit alle Pokémon mitge. Bester Was ist mit das denn für eine besten. Stimme gewesen? Wieso? Was? Hä? Herodactyl! Moment. Machst du jetzt den Stream an? Ich muss mir das mal im Clip angucken. Okay. Bitte tue dies. Wer ist mit Sprechen dran, Jan? Jan. Ja. Aber Jan muss sich eh mal Herodactyl anhören. Wenn man Schnurren hört, ist es nur die Katze. Okay. Die ist schon geil, die Stimme, oder? Kann ich das nochmal hören? Aerodactyl! Das ist. Also manchmal sind die Stimmen schon nicht so, wie ich sie vermutet hätte. Aber okay. Ich glaube, Jan muss gerade noch einen Clip machen. Ich begebe mich schon mal langsam Richtung Papunga. Beziehungsweise ich kann auch mal eben speichern in der Zwischenzeit. Kann ja auch Oh nicht Gott, schaden. ich bin nachher wieder voll weißer Haare. Selbst ich bin teilweise voll mit weißen Tierhaaren, obwohl ich meine Tiere gar nicht aus dem Gehege rausnehme. Gestern hat mir Chiaki einfach in den Fuß gebissen. Aerodactyl! Brauchst du ein Halsbonbon? Nein, ich brauch Wasser. Shaman. Shaman? So, dann haben wir die Steinzone damit offiziell abgeschlossen. Aber ihr glaubt ja nicht, dass jetzt der Himmelsgarten kommt. Wir kennen das doch. Hinter einer Zone ist noch eine weitere Zone. Alles andere wäre ja zu einfach. Ist das die Gartenzone? Das sieht total aus wie so das verborgene Land aus PMD, finde ich. Auch so von der Atmosphäre und der Musik her. Das Regenbogensteinschiff? Ja. Naja, eine Losung war Regenbogen. Hast die Steinzone hinter dir gelassen. Auf dich ist Verlass. Der Himmelskern befindet sich über der Steinzone. Geh nur und triff dich dort mit Mew. Und ich meine, hier ist auch Plaudergei. Noch ein Indiz für PMD. Kaffee? Du kommst nicht aus der Steinzone zu uns. Wir hatten schon lange keine Besuch mehr von außerhalb. Ich weiß zwar nicht, wie es sich in den übrigen Zonen verhält, aber im Pokepark gibt es doch allerlei wundersame Dinge, nicht wahr? Ich habe einst in der Strandzone etwas ganz Tolles gefunden. Oh, du bist hier, um Mew zu treffen? Wenn das dem so ist, solltest du einmal mit Shaman sprechen. Blubella ist auch so ein schönes Pokémon. Okay, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Hallo. Na? Wunderschön für dich gelandet. Und dann haust du einfach ab. Ich muss erst kurz hierhin. Ist das da vorne ein Pokémon? Ich habe mich auch gerade gefragt, was da ist. Nee, er liegt einfach im Blumenstrauß rum. Ah. Den habe ich lange gesucht. Ich schmeiß den einfach mal vor, Driftzepeli. Und dann schauen wir doch, was sieht so schön aus mit der Sonne auch. Was war das für eine Stimme? Das war irgendwas ganz Hohes. Dragora! Nein. Ich hoffe nicht. Das war sehr tief. Du bist von weit hergekommen, nicht wahr? Stark siehst du aus. Wie wäre es mit einem Wettstreit? Lass uns fangen spielen. Nun, wollen wir anfangen?
wo? Eigentlich muss er einfach nur nicht landen und der gewinnt. Ist das ein Voltilam, was so hoch ist? Pulli aus den Hoch. Toll! Lucario! Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Fliegende Pokémon sind nervig. Meine Güte. Vor allem, wenn du halt überall hängen bleibst an den Kanten von anderen Pokémon. Das ist aber sogar gut erkannt. Klasse, lass uns Freunde sein. Rufe mich, wenn du meine Hilfe bei einem Spiel brauchst. Das nächste Fangen werde ich aber gewinnen. Ich gehe jetzt nämlich trainieren. Ja, klasse, klang einfach gerade richtig hart sarkastisch. Klasse, du hast mich gefangen. Hört man die Katze? Ich weiß nicht, ich habe dich nur auf einem Ohr. Ich höre sie nicht. Okay. Du hast die Steinzone hinter dich gebracht, ich war! Mit anderen Worten, ich kann dir vertrauen. Dies hier ist das Podest. Wenn du diesen Spiegel anbringst, dann weist er dir den Weg zum Himmelsgarten. Einer mündlichen Überlieferung zufolge hat sich das vor langer Zeit auf einem hier von außen bla 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 bla. Ich habe mich versprochen, lass mir da ansichtbaren Ort Spiegel. Wo was rede ich hier überhaupt? Wir brauchen einen Spiegel, um da weiterzukommen. Okay. Da ist noch ein Minispiel mit einem mir absolut unbekannten Pokémon. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Wie spreche ich das? Wie ein Flummi. Du bist nicht von hier, stimmt's? Wir haben dich nur selten besucht. Richtig niedlich bist du mit deiner Rotwang. Lass es Freunde sein! Geil! Voltilam! Ist das Synchro? Oh, halt. Du bist nicht von hier, oder? Dein Schweif ist so seltsam geformt! Ey, lass meinen Schweiß auf dem Mein Schweiß lässt du bitte auch aus dem Spiel, aber vor allen Dingen meinen Schweif. Magst du mein Freund sein? Guck mal, einfach nur viel schwitzen, dann kriegst du auch Freunde. Du bist von weit her gekommen und hast die Ruine hinter dir gelassen. Ich bin in dieser Zone geboren und aufgewachsen. Hier möchtest du mit mir Fang spielen? Schön, mit jemandem zu spielen, der von so weit her kommt. No, das ist süß. Es ist nur nicht sonderlich schnell. Oh nein, es ist der Wand drin gewesen. Mann ey, jetzt hab ich verloren! Du bist voll blöd, ich will nicht dein Freund sein! No. Das ist schon echt schick. Da ist noch Dragoran. Und hier ist noch eine wunderbare Wiese. Hatten wir Teddy Ursa schon? Ich meine ja. Ja, okay. Dann bin ich jetzt aber so nett und gehe zuerst in die Mitte. Wissen Sub? Zuerst machen. Gracie ist schon so richtig die Businesswoman. Da ist ein Sub. Torsti, danke schön für 31 Monate Treue. Oh, wir haben hier nicht oft Besuch aus anderen Zonen. Wie bitte? Ob es sich hierbei um den Himmelsgarten handelt? Nein, da liegst du aber falsch. Dies ist die Blumenzone. Der Himmelsgarten ist noch viel höher gelegen als diese Zone. Ich würde dich ja gern herumführen, aber das geht im Moment leider nicht. Der Podestspiegel ist verschwunden und ohne ihn ist es unmöglich, den Himmelsgarten ausfindig zu machen. Aber ich habe Gracie gefunden.
Gracie blüht noch nicht. Bienmen. Euch hatten wir, dich hatten wir auch. Dann bleibt ja eigentlich nur noch Lucario. Lucario. Du scheinst im Zentrum großer Umwälzungen zu stehen. Wo stehe ich? Vielleicht will er dir sagen, dass du Quetschwalze einsetzen sollst. Kannst du deinen Arm da bitte kurz wegnehmen? Okay. Oh, verdammt, ich habe auch die Handgelenkschlaufe. Handgelenkschlaufe protected me. Ich wollte ihn gerade schlagen, aber es ging mit der Handgelenkschlaufe nicht, sonst hätte ich die Remote geschleudert. Willst du einen Wettstreit austragen? Ich möchte deine Stärke testen. Lass uns fangen spielen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Worauf warten wir eigentlich noch? Ob du mir wohl folgen kannst? Es ist gemein, wenn du mit der rechten Hand ausholen willst. Natürlich nur ganz sanft. Und dann da die Remote dran rumhängt. Richtig sabotiert. Naruto run! Ich hatte plötzlich eine Aurasphäre in meinem Gesicht. Du bist gut. Ich möchte gern erfahren, wie es mit dir weitergeht. Du kannst immer auf mich zählen. Lucario ist schon echt cool. Mhm. Und ich meine, es hat eine Hose an. Eine Hose wäre nicht schlecht. Richtig. Infolge dessen heftigen Erdschuss fiel der Spiegel vom Podest hinab und ist seitdem verschollen. Wir waren alle sehr bestürzt, und weil Rayquaza nicht zugegen war, besser vielleicht so einen älteren Spiegel zu suchen. Er ist in Richtung des Treffpunkts im großen Baum hinabgefallen. Okay. Rocco, danke schön für 24 Monate Treue. Ist das deine Stimme, die ich immer höre? Multilam! Wie ist deine Stimme? Es redet ja nicht mit mir. Krempeln. Okay, aber interessant, dass wir in der Steinzone einmal wieder zurück müssen und von hier aus auch nochmal. Kann ich Shaman das den Blumenstrauß eigentlich jetzt schon bringen? Möchte es Blumen haben? Hui. Man könnte das auch skippen, aber es ist einfach viel zu süß dafür. Hm. Ja, Hubbelupf war total so und das ist fein Gesicht. Schau mal, ich habe den Ballon mit Luft gefüllt und es kommt keine Luft mehr raus. Bald geht's los. Mein Feuerwerk wird richtig gut. Hoffentlich schaut Mio auch zu. Und du, Pikachu? Hast du den Himmelsgarten schon gefunden? Ui, hinter der Steinzone befindet sich also eine Zone, die aus einem Meer von Blumen besteht? Wir sollten alle zusammen mit dem Ballon dorthin fliegen. Wenn du den Spiegel findest, erfährst du auch den Blick in den Himmelsgarten. Könnte es vielleicht sein, dass... Naja, so muss es sein. Ich habe vorhin etwas Glänzendes ganz hoch oben im Baumhaus erspäht. Und du konntest es nicht runtertragen? Nein. Das ist nicht meine Aufgabe. Bitte wenden Sie sich an den Kundensupport. Oh nein, das ist nie eine gute Idee. Welches Pokémon ist hier der Kundensupport? Fleckmon? Ich wollte gerade sagen, Fleckmon oder Lamus. Dann hast du einen Real-Life-Kundensupport. Die geschätzte Wartezeit beträgt mehr als 15 Minuten. Nee, da, so nicht. Es geht ja so... Die geschätzte Wartezeit beträgt mehr als 5 Stunden. Übrigens sehr nett, dass ich hier wieder rausgelassen werde und nicht den ganzen Weg zur Blumenzone selber laufen muss. Aber ja, keine Zone, ohne dass ich irgendwas tragen muss. Nicht stolpern, sonst gibt's 7 Jahre Pech. Ich habe schon öfters einen Spiegel hingeschmissen, aber die sind zum Glück nie kaputt gegangen. Ich habe meinen kaputt gemacht als Kind. Oh no. Wirklich einen Spiegel oder bist du gegen eine Glastür gelaufen? Nein, den Spiegel. Eine Glastür habe ich meinem Bruder auf den Kopf gehauen. Ach so. Und dann? Davon hat er immer noch eine Narbe. Hm. Ah!
Ich glaube, meine Schwester auch, weil ich glaube, ich habe beide erwischt damit. Warum hast du das getan? Weiß ich, ich habe irgendwie, glaube ich, eine Glastür zugehauen und dann ist die da aus der Fassung gefallen auf die drauf. Hm. War nicht so geil. Eher nicht so. Achso, ich habe den auch schon mal einen Arm gebrochen und die Schulter auch, glaube ich, von beiden. Ah. Okay. So ein Bruder bist du. Ja. Spielen wir einfach das Spiel. Mit dem Krokodil? Fast. Zumindest grün. Mit dem Rayquaza. Er ist der Rayka-Dog. Rayka-Dog. Für einen Moment dachte ich, seine Arme kommen aus seinem Kopf raus. Bin ich dran? Ja. Ah. Du hast also den Podestspiegel hier zurückgebracht? Ey, das ist ja voll geil, Mann! Hab recht herzlichen Dank dafür! Möchtest du mit Himmelsgarten? Ey, dann sollst du doch mit Superman ein Spiel machen! Ist übrigens das letzte Spiel von allen hier! Ey, der Himmelsgarten ist nämlich voll cool und nur die kommen dahin, die alles hier schaffen, Mann! Aber sagt Shaman jetzt eigentlich noch irgendwas? Wahrscheinlich, um mit Shaman Freunde zu werden, musst du die Blumen bringen. Ich bring die mal dahin. Du hast mir schon lange keine Blumen mehr mitgebracht. Das stimmt. Soll ich dir wieder welche mitbringen? Das wäre höchst langweilig. So, Jan, bring mir Blumen mit. Okay. Nein, alles gut. Ja, ich als Erwachsener, ich bin ruhig und entspannt. Und als Kind, let's hurt every last one of them. Ich habe mir tatsächlich gestern zum allerersten Mal Blumen online bestellt, weil ich ja momentan nicht ins Gartencenter kann. Ich habe mir neue... Das sind keine Blumen. Das sind Zimmerpflanzen. Ja, aber das sind keine Blumen. Bin mal gespannt, wie das so klappt. Shaman, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ein Liedchen. Ja. Shaman? Danke, dass du den Podestspiegel zurückgebracht hast. Aber ich sehe, hast du den Panikzeppelin mit Rayquaza noch nicht gemeistert, stimmt's? In den Himmelsgarten darfst du erst, wenn du auch Rayquaza dich als würdig erachtet. Dann lasse ich die Blumen einfach hier. Ich komme wieder. Meditje. Hatten wir das nicht schon? Hatten wir das? Hat das nicht ein Ratespiel mal gehabt? Stimmt. Es läuft jetzt eh gerade vor mir weg. Es hat eine Windel an. Das stimmt auch. Ey, du sammelst echt fleißig Prismensplitter, ne? Ey, willst du mein Spiel auch mal machen? Der Panikzeppelin! Die Teilnahme kostet 40 Beeren, wie ist es? Lass anfangen, komm her! He's really feeling it. Mhm. Das ist auch so ein Spiel. Panikzeppelin mit Rayquaza, das letzte Minispiel! Berühre die Ringe auf Rayquazas Zeppelin und zerstöre die Ziele für noch mehr Punkte. Mindestleistung 30.000. Halte nach dem Startschuss mit Hilfe der Wii-Vermittlung das Gleichgewicht und versuche nicht zu fallen. Wie immer. Berühre die Ringe und sammle Punkte. Der Punktebonus steigt in der Reihenfolge Gelb, Rot, Regenbogenfarben. Läufst du gegen Voltoball oder Elektroball, verlierst du dadurch Punkte. Springe mit 2 und weiche ihn aus. Wenn du dich zu nah an die Kanten wagst, fällst du vom Zeppelin und verlierst ebenfalls Punkte. Hast du den Bug des Zeppelins erreicht, richte die Bedienung auf den Bildschirm und dann erscheint der Cursor. Nimm die fliegenden Ziele ins Visier und hole sie mit A vom Himmel. Sammle so viele Punkte, wie du kannst. Es ist so ein richtiges Zwei-Phasen-Minispiel, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Favoriten sind Lucario, Luxtron, Panferno. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf. Nehmen wir jetzt Lucario oder nehmen wir Luxtra? Könntest auch Glaziola nehmen. Oder Mamutl. Was? Huh. Stimmt, ich könnte Obsol nehmen. Warum sollte ich Pantimimi nehmen? Es guckt am glücklichsten. Ich glaube, am allerglücklichsten gerade guckt Melli im Chat. Eventuell. Das sieht aber echt witzig aus. So, ich kann das jetzt nicht. Muss ich mal gucken. Du läufst von alleine. In dem Sinne, Gottes Willen! Wie nennt sich Bierpumpe für Alkoholiker?
Biathlon. Das ist echt schwierig mit dem Neigen. Das ist echt scheiße, dieses Spiel. Das sieht vielleicht nicht so danach aus, aber es ist echt hart. Wie viel musst du ja machen? 30.000 Punkte? Ja. Gut, die letzte Phase kannst du ballern. Aber das ist schon hart mit dem Steuern. Ballern! Schieß sie alle ab! Alle weg! Alle weg! Diese Geräusche, wenn Rayquaza ins Bild kommt. Rayquaza! Rayquaza! Nee, eher so... Oh! Oh no! Ballern! Nice. Das Lenken ist auch irgendwie... Also ich habe jetzt gedacht, dass die Steuerung vielleicht extrem empfindlich ist, weil die Ringe ja auch sehr dicht beieinander liegen. Aber das Luxra hat einfach so einen riesigen Wendekreis. Da musst du gefühlt die Wii-Fernbedienung ja rumreißen. So wie du in Mario Kart rumreißen würdest, wenn du irgendwie gefühlt wendest. Weil, ich weiß nicht, es läuft nur sehr langsam zur Seite. Deswegen ist es teilweise echt schwer, die Ringe überhaupt präzise mitzunehmen. Aber die zweite Phase ist gut. Je nachdem, wie schnell es sich dreht. Ja. Wenn du in Drehrichtung rennst, dann geht's echt schnell. Also ich finde, die erste Phase ist naja, aber die zweite ist echt witzig. Die macht Spaß. Mhm. Der Schreiklang wie aus Attack on Titan. Es gibt auf Welt allerlei Pokémon mit verschiedenen Stärken. Ey, die einen können fliegen, die anderen können zu Hause sein und andere sind einfach feilschnell und so. Ey, es ist voll und stark und mit allem, alles zu meistern, ey, es ist echt unmöglich. Die Spieler, die sind Mittel, eine Freundschaft mit anderen auf die Probe zu stellen. Nur wenn die Kräfte mit dem Freund vereint und alle Spieler meistern, ey, der kann den in den Himmelsgarten. Was auch immer Rayquaza genommen hat, ne? Ey, damit hast du alle Prismensplitter, Mann, ey! Ey, komm, ab in den Himmelsgarten mit dir! Shaman kann sich ja dorthin bringen, indem er den Lichtstrahl des Podestspiegels als Wegweiser nutzt. Kann es sein, dass Shaman die Blumen also gar nicht haben will, sondern vielleicht Bluebella? Bluebella. Also Rayquaza hat definitiv Lack gesoffen vom Stream. Lackquaza? Ja. Habe ich die Blumen hier nicht irgendwo hingeworfen? Lucario hat sie gegessen. Die wieder da hinten? Wahrscheinlich. Weil Bluebella ist ja noch nicht mit uns befreundet. Irgendwer will doch die Blumen bestimmt haben. Flupp. Versuchen wir das nochmal. Vielen Dank für die Blumen. Um die Frage mit den Prismensplittern zu beantworten, da sieht man, wie viele es gibt. Für jedes Minispiel einen. Das sind 14 insgesamt. Also ich habe halt tatsächlich einiges noch im Kopf. Ich habe das Spiel ja damals zum Release mindestens einmal gespielt und dann zweimal als Let's Play. Ich glaube, ich habe es auch privat mehrfach gespielt, aber vieles habe ich auch einfach schon wieder vergessen. Gracie, wer möchte meine Blumen haben? Ich hab's vergessen. Oh. Hätte jetzt aber auch auf die beiden getippt, tatsächlich. Was für Schämen die jetzt haben? Shaming? Du hast alle Spiele gemeistert? Meinen herzlichen Glückwunsch! Aber ich kann dich leider nicht zum Himmelsgarten führen, solange die Gracie dir nicht blüht. Mach die Augen auf, du hast eine hinterm Ohr. Das stimmt. Aber jemand wie du, den alle Zonenmeister hier achten, wird sicherlich einen Weg finden, die Blume erblühen zu lassen. Naja. Ah, ja.
ich gecheckt. Nee? Oder muss ich das Ding hinten vors Podest legen? Sondern? Probier das nochmal, was du vorhin wolltest. Du meinst dieses Blubella mit dem, mit der überhaupt nicht verdächtigen Sprechblase? Und du hast eine Frage über die geheimnisvolle Welt der Blumen. Du möchtest uns die Gracie Deer sofort zum Blühen bringen, nicht? Dann lüfte ich jetzt das Geheimnis. Eine jede Blume erblüht im Nu, wenn du sie mit der Wunderkanne gießt. Ich habe diese Kanne einst in der Strandzone aufgelesen. Weg mit dem Strauß. Aber wo ist der Blumenstrauß dann? Ich hab's ehrlich vergessen. Ich bin einfach zu schnell mit allem. Oh, das sieht süß aus. Und jetzt kriegt's die hässliche Form, wenn die Gracie Deer blüht. Das ist so unfair. Ich meine, ich finde die andere Form jetzt auch eigentlich ganz schön, aber die Form, die es jetzt hat, ist schon nochmal süßer. Dankeschön. Nun darfst du in den Himmelsgarten gehen. Oh, aber du kannst nicht fliegen, hab ich recht? Wie soll ich dich denn dann zum Himmelsgarten bringen? Huh? Was nähert sich uns von den Klippen? Ich werde mal meine Form ändern und nachsehen gehen.